Junge, dann lauf mal. Ja, wollt ihr mitkommen? Ich lauf schon mal vor, bis gleich. Direkt hinter dir. Wir sind ja, ich denke, auch sind direkt hinter ihm. Ja, wie groß ist diese Insel? Du würdest sagen, also wie gesagt, 50 Hektar groß, das kann man jetzt in diesem ganzen Nebel nicht überblicken, aber sie ist wie gesagt sichelförmig und von den beiden äußeren Punkten der Sichel sind 800 Schritt Entfernung zueinander, also fast ein Kilometer. Also schon ziemlich groß, dafür, dass es eine künstlich erschaffenes Inselatoll ist. War die Gezeitenspinne ähnlich groß? Also ist das irgendwie der Umriss von dem Schiff oder ist das größer? Also 800 Meter war die nicht groß. Die Gezeitenspinne zu besten Zeiten von Jalan war sie grob über 60 Schritt groß, nicht 800. Nein. Ich glaube, der Kern der Gezeitenspinne ist eher zu dem Baum geworden, der in der Mitte steht. Ja, ich möchte einmal die ganze Insel umlaufen. Also ich möchte am Strand praktisch die Insel einmal umlaufen. Mhm. Ich möchte Leatmon begleiten zum Baum. Ja, ich würde auch zum Baum gehen. Ja. Er hat sich derweil niedergelassen und stimmt ein eigenes Glaubensbekenntnis an. Wir ehren Bereine, die lebende Erde, den Wechsel von Frühling zu Sommer, von Herbst zu Winter, von Brache zu Saat, von Saat zu Ernte. Wir bedanken ihr für unsere Gesundheit und die unserer Familie und der Tiere. Wir bedanken uns ihr für die Fruchtbarkeit der Felder. Wir geloben Fleiß und Bescheidenheit und Fürsorge. Pereine mit uns, es sei. Nein. Wo Leben ist, ist auch Pereine. Und wo Pereine ist, ist das Leben. Ja, derweil hat sich Resurik wohl wieder erhoben und weist die Männer an, dass sie die Früchte sammeln mögen. Jalan kann an den großen, 60 Schritt hohen Apfelbaum herantreten. Er ist gewaltig. Und tatsächlich hast du recht. Der Kern des Baumes ist der Kern der Gezeitenspinne. Damals 60 Schritt lang, so wie heute. Viele, viele Stockwerke hoch. Und du kannst ein peinverzerrtes Gesicht erkennen oder erahnen. Immerhin weißt du, dass Xyleste so ausgesehen haben muss, aber wenn man das nicht weiß, würde man es vielleicht gar nicht erkennen. Ich wünschte, wir hätten euch beide retten können. Aber manche Opfer muss man nun mal bringen. Du kannst einen leisen Windsäuseln hören. Obwohl der Nebel bleibt, um dich herum spürst du ein Flüstern, ein liebkosendes Flüstern, was dich aber nicht an Xyleste erinnert, sondern eher an Paranjane. Liebendes Flüstern. Etwas weniger geknickt. Wenn ich mich dann irgendwann von dem Baum ab und geselle mich erstmal wieder zu den anderen. Nun habt ihr dies auch gesehen, hm? Es ist seltsam, wieder hier zu sein. Es bringt Erinnerungen zurück, nicht wahr? Es fühlt sich auch befremdlich an einem solchen Ort voller Leben zu stehen. Wenn man noch bedenkt, dass wir hier eigentlich auf einem Grab stehen. Habt ihr Perignane gesehen? Nein. Ich denke, sie wird sich wohl über die Zeit mit dem Baum einig geworden sein. Ich würde gern ihrem Vater sagen, dass sie wohl auf ist, aber das kann ich noch nicht. Und warum nicht? Nun, ich könnte es probieren. Die gütige Mutter hat sich zu sich genommen. Ich denke, wohl auf war, kann man in dieser Sphäre nicht mehr werden. Schau doch einmal im Gras herum, Abelmir. Vielleicht findest du ja ein Schößling des Baumes. Das wäre doch ein schönes Mitbringsel. Das wäre möglich. Ich will ja mal schauen. Ich würde mich auch um den Baum herumlaufen, ob es da, keine Ahnung, so einen abgeworfenen Schößling gibt. Tatsächlich. Kannst du nicht. Du findest einen. Nun,
würde mich da auch noch im Beiboot umgucken, ob wir da irgendwie so eine Art Sack haben oder sowas. So ja, bestimmt. Dann würde ich noch ein bisschen Muttererde reinschaufeln und da die Erde vielleicht ein bisschen anfeuchten mit einer Quelle auf der Insel. Keine Ahnung, ob es das gibt irgendwie. Eine Süßwasserquelle oder ein... Ja. Und dann diesen Schößling in diese Erde pflanzen und probieren, diesen Schößling gut verstaut wieder in diesem Beiboot unterzubringen. Das Korn von gestern ist die Saat von heute und die Ehre von morgen. Ganz wie Pereine es will. Währenddessen kann Rafim meine Sinnenschärfeprobe würfeln auf Hören. Schauen wir mal, ob er etwas hört. Euer Freund Freisoppos bzw. Lehrmann Freisopp hat sich derweil in dem Sand niedergekniet, sein Gebet beendet und seine Augen sind nach oben geklappt. Das Weiß ist zu sehen und er murmelt etwas. Es ist Leben, es ist Gedeihen, es ist Jugend. Wo es ist, können Bäume wachsen, wo es ist, können Blumen ihr buntes Haupt aus der Erde heben und die Sonne grüßen. Eine Blume, ohne es geht ein, ein verdorrtes Feld, wird durch es grün und fruchtbar. Es fällt vom Himmel, es fließt aus den Bergen, es kommt aus der Erde. Wasser, heiliges Element, mystisches Band zwischen den göttlichen Geschwistern. Ohne Wasser ist kein Leben, keine Blumen, keine Bäume, keine Menschen. Doch seht eure Hände, sie können kein Wasser tragen, es rinnt durch eure Finger. Ihr könnt es nicht festhalten, denn es fließt. Ein Krug fängt es ein. Der Krug trägt das Wasser von seiner Quelle auf die trockenen Felder zu den durstigen Mündern. Ohne Krug kein Wasser. Doch der Krug, er ist verschwunden, geraubt von übelsten aller Diebe. Frevler Hände umfassen ihn, sie präsentieren ihn jubelnd als Zeichen ihrer Macht über die Götter. Heiliges Wasser, tief aus der Erde, Geschenk der ewigen Mutter. Tragt es mit dem Krug auf die Felder, benetzt die verdorrten Pflanzen, schenkt den Durstigen ein. Über Stock und Stein, hindurch durch zürnende Feinde, tragt es zu denen, die es bedürfen, wie seinerzeit die unerschrockene Lindegard. Haltet nicht ein, verzagt nicht, zweifelt nicht, spendet mit dem heiligen Wasser neuen Segen. Euer Ehren, Ehrwürden, geht's euch gut? Ja. Ich hatte eine Gesichte, habt ihr es gehört? Ah, es ging ums Wasser und um meinen Krug. Ja. Erinnert ihr euch? Ein bisschen, ich glaube ja. Ihr habt es also gehört? Ja, wir haben es alle gehört. Jetzt müssen wir noch überlegen, was das zu bedeuten hat. Und der Krug der heiligen Lindegard ist ein heiliges Artefakt eurer Kirche. Ja, ha? Richtig. Kennt ihr die Geschichte schon? Ich weiß, dass er verloren ging, aber Näheres weiß ich nicht. Der Krug war mal beim Markgrafen Trondvik von Bregelsaum zur Wahrung. Xeran hat ihn gestohlen. Ha. Warum? Weil es ein Artefakt ist. Weil er viel wert ist. Und überleg mal, Jalan, wenn darin gewisses spezielles Wasser aufgefangen werden kann. Und Wasser sehr mächtig ist. Wasser ist Leben, das hat er ja auch gesagt. Na, welches Interesse könnte Xeran daran vielleicht haben? Ich denke nicht, dass er ihn nutzen kann. Nein, das habe ich auch gar nicht. Überleg doch einmal, wenn man mit dem Wasser auf Felder geht, wo etwas verdorrt ist, rübersprenkeln kann und Korn dann wieder aufblüht. Das ist für die Wirtschaft sicherlich nicht ganz uninteressant.
Derweil stiefelt Rafim gerade wieder aus dem Nebel auf euch zu. Er hat nichts gehört oder gesehen. Ich bin nicht sicher, ob Xeran jetzt unter die Bauer gegangen ist. Doch nicht er persönlich. Aber er kann das Wasser sicherlich verkaufen. Ich denke nicht. Ich denke nicht. Ich denke nicht. Also so wie ihr ihn beschrieben habt, ist er hinter jedem Taler, hinter jedem Kreuzer, hinter jedem... Aber es ist doch nicht wichtig, was Xeran damit vorhat. Wir müssen ihn wiederkriegen. Darum geht es in der Prophezeiung, oder nicht? Ja. Aber das ist nicht gut. Ich meine, ich würde euch gerne nach Mendena begleiten, aber ich glaube, das ist zu gefährlich. Ich denke auch. Warum bleibt ihr nicht einfach hier und sobald wir Xeran abgestochen haben, kommen wir mit dem Krug zurück? Okay. Aber wo ist die Verbindung zu den heilenden Quellen von Ilsur? Vielleicht entspringt ihr Wasser aus dem Krug? Oder andersherum, ich weiß es nicht. Ihr Wasser soll mit dem Krug aufgefangen werden? Das ist, die Geschichte des Kruges. Ich meine, die gab's ja. Das war eine Heilige. Und sie lebte dort? Sie hat sich um die Menschen in Tobrien gekümmert. In der Hochhaltszeit war das. Vor 500 Jahren. Ich erinnere mich dunkel an die Geschichte, aber ich wusste nicht, wo sie sich ereignet hat. War das nicht so, dass sie mit ihrem Dorf sich in die Berge zurückziehen musste, weil irgendein Ungeheuer oder ein Dämon oder ich weiß nicht mehr genau, im Tal wütete und sie wären alle verdurstet, wenn sie nicht so mutig gewesen wäre, mit ihrem Krug immer zur Quelle zu gehen? Die heilige Lindegard hat das Wasser geholt, genau, durch die Feinde hindurch. Das ereignete sich weiter im Westen von Tobrien, jenseits des Isli-Sees. Und sie ist von Ilsur dahin. Das ist also eine ganz große Strecke. Ich bin mir nicht sicher, ob sie jemals in Ilsur gewesen ist, aber möglicherweise gibt es eine Art unterirdische Wasserader oder so etwas. Das weiß ich nicht. Aber wir müssen den Krug wiederkriegen. Und wenn ihr sowieso nach Mendena wollt, dann... Ja, Xeran ist ein böse Mistkröte. Wenn ihr dann im goldenen Haus seid oder so, dann könnt ihr euch ja mal umgucken, ob der da liegt. So der Plan. Das ist gut. Aber wisst ihr was, dann gehe ich mit Ratarazani, gehe ich dann nach Ilsur und dann warte ich da. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Wenn er da sowieso hin will und die Stadt verteidigt, dann gehe ich zu den heiligen Quellen. Warum bleibt ihr nicht einfach am besten hier? War alleine auf einer Insel. Alleine auf einem Piranha-Heiligtum, Voltax. Ist in Ilsur nicht auch ein Heiligtum? Genau. Ilsur ist unter Belagerung. Naja, seit langer Zeit. Das wird ja wohl nicht in der Zeit fallen. Das wäre jetzt ja ein Zufall. Nun sollte bekannt werden, dass ihr in der Stadt seid, könnte das die Bemühungen der Paktiere eventuell verstärken. Ihr solltet euch also bedeckt halten, wenn ihr dorthin geht. Ja, natürlich. Es könnte genauso gut sein, dass nachdem Xeran tot ist, Tafax endlich einrückt und die ganze Sache an sich nimmt und dann ist die Belagerung innerhalb von 3 Wochen vorüber. Was sagt euch euer Gefühl, Erhabener? Wozu? Nun ja, wohin ihr euch wenden sollt. Nach Ilsur. Ich hab einfach das Gefühl, dass ich nach Ilsur gehe, weil da war ich noch nie und Rateral Sanin fährt da ja eh hin. Wann komme ich sonst schon mal nach Ilsur? Nachdem die Heptarchen alle tot sind und die Stadt befreit wurde. Ja, aber Xeran bringt er ja dann um. Dann könnt ihr ja nach Ilsur, das ist doch auch gut. Dann holen wir uns da wieder ab und dann segeln wir mit Radarazani wieder zurück. Da bin ich sicher bei euch. Mir gefällt dies gar nicht. Wir können euch nicht beschützen, wenn ihr mit nach Ilsur geht. Nee, aber Satin macht das dann. Ah, ich habe eine gute Idee. Bist Was? Du des Zauberns mächtig? Nein. Ah, das ist natürlich... Ah, ansonsten hätten Isarun, ich und Abelmir
dir hilfreiche Zauber beibringen können. Ah, das ist natürlich... Es wäre so gut gewesen, wenn du Zaubern gekonnt hättest. Ach ja. Was hätte ihm denn beigebracht? Naja. Wenn der Junge dahin will, dann lass ihn doch dahin gehen. Ja, ich sage ja gar nichts dagegen. Aber ich hätte ihm gerne noch etwas magisches Rüstzeug mit in die Hand gegeben. Ihr könnt es ihm trotzdem lehren. Er kann jetzt nicht zaubern, aber er ist ein Träger, er ist eher Mühe. Ah. Ihr werdet dem Jungen garantiert nicht eure seltsamen Hexereien beibringen. Nein, keine Sorge. Nur Theorie. Richtig. Verderbt den armen Jungen nicht. Aber nicht. Noch einmal, welche Fähigkeiten würdet ihr ihm an die Hand geben wollen, über die er noch nicht verfügt? Nun, ich würde ihm gerne an die Hand geben. Das, was meine geodische Zauberei so besonders macht, es sind nicht die Zauber an und für sich, sondern die Rituale, die die Geoden imstande sind durchzuführen. Heilung, Einklang, Erde und den Boden. Ich finde, das passt eigentlich ganz gut zu seiner Göttin. Das ist wahr, aber er ist bereits ein großer Heiler mit einer Verbindung zur Natur und allem, was Perrine geschaffen hat. Ehrlich? Auch ein kleiner Brunnen löscht den Durst. Aber schaden kann es nicht. Doch, Magie kann immer schaden. Beherrscht ihr die göttliche Verständigung, Erhabene? Natürlich. Dann könnt ihr mich erreichen, wenn ihr in Ilsur seid und in Schwierigkeiten. Okay, machen wir so. Und ich werde dasselbe tun. Damit ihr wisst, wenn unsere Mission gescheitert ist, Erfolg gehabt hat. Nur auf bereitetem Boden sprießt die Saat. Lamin nickt. Und ich denke, es ist wohl Zeit zu gehen. Ich weiß nicht, wie lange dieser Nebel uns nicht noch hält. Ja, Resovik hat wohl auch mittlerweile alles wieder verladen und wartet wohl aber auch noch am Boot auf euch, bis ihr dann selber soweit seid. Na gut, dann kommt halt. Flamin berührt noch den Stamm und von dem Baum und holt ein Gebet, was sie geht. Ich nehme ihr eine Handvoll Erde bzw. Humus mit. War der Boden nicht sehr sandig? Hier in der Nähe nicht. Okay. Am Strand ja, da ist er sandig, aber wenn du dich dann in der unmittelbaren Nähe befindest, wird er erst grasig und dann natürlich auch erdig irgendwann. Sehr fruchtbar. Ach, mir gefällt das alles gar nicht. Du hast einfach kein Gefühl für die übernatürlichen Dinge anscheinend. Selbstverständlich habe ich ein Gefühl für übernatürliche Dinge, aber es kann wohl nicht Piranhas Wille sein, den Jungen in eine belagerte Stadt zu schleifen. Doch, genau das ist es. Ilsur ist mehr als eine belagerte Stadt. Und wenn sie fällt, ist die Blutlinie der Freisops für immer erloschen. Irgendetwas sagt mir, dass die Göttin ihn nicht dorthin schicken würde, würde die Stadt einfach so fallen. Er hat dort eine Aufgabe zu erledigen. Der Wille der Götter ist schwer zu lesen, Isaron. Glaubt mir einfach, was das angeht. Ja, aber glaubst du nicht, dass er den Willen seiner Göttin besser versteht als du? Nachdem er ja irgendwie erwählter ist. Auch der Meinung, dass er die Magie besser versteht als zum Beispiel ich oder Abelmir oder Boltax. Ja, aber Isaron, das Fass können wir nicht mehr aufmachen, dann hält er wieder nicht die Schnauze. Und die Gefahren der Magie kann ich euch wohl offensichtlich besser erläutern als euch selbst. Schließlich haltet ihr es wohl auch für gut, wenn Abelmir dem Jungen seine Hexereien beibringt. Das ist ziemlich... Jalan, schrei hier nicht so rum. Ihr dürft das ist ein heiliger Ort. Eine Sinneschärfe auf Hören machen, auch wenn Jalan hier gerade herumbrüllt. Aber während des Gesprächs könnte es trotzdem sein, dass die anderen etwas mitbekommen. Dieses Mal hat Rafim seine Sinne an den Nebel angepasst und auch Zulamin kann es hören. Wenn man mal über das unsägliche Kreischen von Jalan rüber hört, könnt ihr Ruder hören. Aus Süden. Ulamin tritt an Jalan heran und legt ihm den Finger auf die Lippen. Oh. Hört ihr das?
oder Süden. Und offensichtlich kriegen wir Besuch. Da ist jemand. Ja, vielen Dank auch, Jala. Wir sollten verschwinden. Diese können nur von solchen gefunden werden, die rein im Herzen sind. Ihr könnt die metallene Stimme von Sanin hören, der wohl durch ein Blechsprechrohr zu euch rüberbrüllt. Macht, dass ihr wieder an Bord kommt oder bleibt ihr hier! Seht ihr? Los jetzt! Segel setzen! Orofim, jetzt kannst du an dem Ruder ziehen. Aber kräftig. Ja, aber kräftig. Ja. Und dann wird er an dem Ruder gezogen. Also, aber kräftig. Dabei wird ebenso sich abstoßen und mit kräftigen Schwüngen sich hinüber rudern. Gemeinsam mit seinen Matrosen, die natürlich ihr Handwerk verstehen. Alle dürfen eine Bootefahrenprobe würfeln. Ich brauche diesmal 20 Punkte in Summe. Können wir nicht mal schaffen. Ich bringe 5, auf ihn bringt 5. Ja, der Rest kann überhaupt keine Boote fahren. Ich kann das würfeln, aber ich weiß nicht, ob ihr das wollt. Tja, Leute, ihr habt doch die Lehrmeister für die Beta-Lente vor der Nase sitzen. Du willst auch nicht an die werfen, glaube ich. Dieser Boote fahren, ich 20. kann keine Punkte beitragen. Ich habe ein THW von 0. Ja. Ein Einser, aber das ist ja nicht wirklich hilfreich. Aha! Hey, 13 Mensch. Punkte. Das sind 20 Erschwernis, schaffen wir. 20 Punkte nicht. Oh, das ist direkt. Ja, dann wird Zeit für einen Schicksalspunkt. Ich hab keinen. Ja, aber die anderen haben. Also es gibt 2 im Pool. Ich weiß cool, ich aber, aus. Ich weiß gerade nicht, wofür oder was genau du gerade möchtest. Genau, ja, was für deine 17. Meine 17 bringt uns. Oh, ich habe einen höheren Talentwert. Du hast recht. 9er THW. Ja, aber wir können trotzdem nicht auf die 20. Wir können rechnerisch nicht auf die 20 kommen. Das ist richtig. Ja, dann sieh trotzdem zu. Ja, komm dann. Wenn du 17 neu. Schlechter als 3 Punkte weniger kann es auch nicht werden. Zacka, dann haben wir 4 mehr. Dann sind es 4 mehr. 17 jetzt. Dann kommst du auf 9 von 9. Dann fehlen euch 3 Punkte. ja, während ihr mit dem Ruderboot auf dem. Rückweg seid. Mit kräftigen Schlägen leitet das Boot durch das flache Wasser auf die Seeadler zu. Plötzlich spritzt Wasser auf euch und rund 10 Schritt von euch entfernt eine große Fontäne. Rotzen! Keucht einer der Ruderer neben euch. Sie schießen auf uns! Auch auf der Seeadler von Beilog macht sich mittlerweile Geschwindigkeit breit. Mit einem deutlich hörbaren Schlag schleudert eine Rotze ihre Ladung in Richtung des feindlichen Schiffes. Das heißt, auch eure eigenen Rausrotzer sind dabei jetzt zu schießen. Doch ihr könnt nur eine weiße Wasserfontäne sehen und durch den Nebel kann man nicht weiter etwas erkennen. Schneller! Brüllt Sanin mit einem Sprechrohr euch entgegen und die Mannschaft hat längst ein breites Netz an der Seite heruntergelassen, an dem ihr euch bequem hochklettern könntet. Etliche Matrosen warten an Deck, um euch zu helfen, doch ihr müsst noch eine Kletternprobe schaffen, um in der Panik nach oben zu kommen. Mit einem lauten Platschen trifft das nächste Geschoss vor der Seeadler ans Wasser. Ihr seid so nah dran, dass die Fontäne einen leichten, feuchten Film über eure Gesichter legt. Kletternprobe für euch alle plus 5, weil euch 3 Punkte fehlten. Das ist bloß so keiner reinfällt. Los, hoch, hoch, hoch! Könnte ich tatsächlich verlieren. Das verliere ich auch. Ich schiebe erstmal Leertmann vor. Dass der als Erster in Sicherheit kommt. Kann ich unten bleiben und irgendwie Bolters eine Räuberleiter geben? Ihr könnt euch natürlich dann noch helfen mit den Punkten, die noch übrig bleiben. Gucken wir mal. Ja, währenddessen hat die Seeadler natürlich auch ihre Segel Vollzeug nicht wirklich gesetzt, aber der Anker wird gelichtet, ihr könnt das schwere Rattern der Ketten hören, die dann im Ankerspill neben euch dann eben nach oben gezogen werden. Viele Leute, die umher rufen, auf ihre Position gehen und währenddessen geht das Praios mal auf. Gut, Jalan hat einige Punkte zur Verfügung. Wem möchtest du sie überreichen? Nach meiner Rechnung kann ich erst Boltax einen Räuberleiter geben und dann noch Zulamin mitziehen. Aber mir hat's geschafft. Ich könnte noch einen Punkt vergeben und irgendjemand, Rafim. Ich gehe schwimmen. Rafim, wie viele Punkte fehlen dir? 6 Punkte. Komm, ich nehme Boltax und Zulamin mit. Rafim kann das hier selbst aufpassen. Es gäbe noch einen weiteren Schicksalspunkt im Pool, den ihr für beliebige Personen geben könntet, ne? Geht das über tatsächlich vorhandene Fertigkeitspunkte oder über die Modifikatoren? Weil mit Modifikatoren könnte ich den Rafim mitnehmen. Okay, gut. Dann nehmen wir den Modifikator von der Plus 10. Ja, genau. Dann kannst du die Erschwernis von ihm kannst du dann annehmen. Und während ihr gerade nach und nach an das Seil heranspringt, Rafim verheddert sich da wohl
Und noch während Iserun seine Hand packt und ihn dann an das Netz heranzieht, ebenso wie Jalan dann sich selbst wohl mit den Füßen am Netz verhängt und dann Boltax und Zulamin hinterherzieht, könnt ihr ein weiteres Klatschen hören. Holz splittert euch entgegen und euer Ruderboot, in dem ihr eben gerade saß, zerbricht in Myriaden von Holzsplitter. Ihr bekommt alle 2W6 Trefferpunkte von den Holzsplittern. Ja, komm, 3. Boltax, du schweres Kalb! Musstest du denn den Haar nicht mitnehmen? Ja. Wir sind in einem Pereine-Heiligtum! Komm hoch mit dir! Es ist Holz! Holz und Pereine und Baum. Oh. Bringt Rüstung was gegen den Schaden? Ja, natürlich. Rüstung bringt nix. Warum lauft ihr alle mit der Rüstung in Pereine-Heiligtum rein? Keine Ahnung, Vierer Schwert ist gerade beim Klettern. Anzulegen. Ja, ich auch. Und während ihr euch nach und nach oben zieht, mit den Händen, die euch gereicht werden, dann irgendwann an Bord der Seeadler stürzt, euch wieder aufrappelt, könnt ihr erkennen, wie aus dem Süden nicht nur eine riesige Zedracke auf euch zufährt, sondern auch noch zwei weitere Talukken, die allesamt beflaggt sind. Seran.